Gut, sonst noch was? Vielen Dank. Nein, es war wie immer ein hervorragendes und fruchtbares Gespräch mit euch. Ein fruchtbares, ja, okay. Schöne Grüße an Boltax. Ich grüße ihn von euch natürlich. Ingring zum Gruße und gutes Werk. Ja, euch auch, Kapitän. Ja, dann würde ich wieder umgehen zu Sulamin. So, das wäre erledigt. Er wirkt so zufrieden, Abimir. Oh ja. Wo ist Boltax? Boltax? Ja. Ich soll euch von Angraschmina grüßen. Deswegen. Richte Grüße zurück aus. Nun, ihr könnt ihr selber ihre Grüße ausrichten und denkt an eure Aufzeichnung. Kanizisiana, sagte er, hätte sie ausgelesen. Ja, Aufzeichnungen. Ich muss einmal zu Angraschmina. Ihr entschuldigt mich. Was da wohl vor sich geht. Naja. Soll es sein, wie es sei. Zwei Zwerge, die sich gefunden haben, wie es scheint. Ja, ich hoffe nur. Er weiß sie zu schätzen. Es ist Boltax. Er weiß gar nichts zu schätzen, außer seinen Elementen. Nun. Das würde ich so nicht sagen. Einer Zwerge wie sie trifft man nicht alle Tage. Aber wenn man ihn so hört, dann wird das alles sehr, sehr lang dauern. Ja, nach gefühlt 20 Minuten kommt Boltax dann auch wieder aus dem Teil der Werkstatt. Auch mit einem breiten Grinsen. Er hat auch noch ein, zwei Werkzeuge mit dabei. Ein Senklot und ein Hammer und Meißel, den er lässig unterm Arm geklemmt hat. Und nickt ganz zufrieden. Ich würde vorschlagen, wir brechen jetzt auf. Sulamin hätte dabei mal ihr Gepäck oder sagen wir mal ein bisschen Kleidung geholt und welche von den Dukatengardisten herangewinkt, die da Wache stehen. Ja, Senora. Ich habe einen Auftrag für euch. Die Herrscherin dieser Stadt hat uns ihre Palastgarde, sagen wir, zur Verfügung gestellt. Sie folgen uns auf Schritt und Tritt und betonen, wie gefährlich es in der Stadt für uns sei. Nun, ich bin nicht völlig davon überzeugt, dass sie unser Bestes im Sinn haben, aber so oder so denke ich, dass es eine gute Idee wäre, eigene Bedeckung mitzubringen. Könntet ihr das organisieren? Wir werden an eurer Seite sein, kein Problem. Hab Dank. Nun, wie wir dann soweit? Ja, wir auch. Oder Diamantis, braucht ihr auch irgendwas? Ich habe alles, was ich brauche. Meine Abalone lasse ich hier. Ich bin nicht, dass wir in der Stadt zu kämpfen kommen, es in der Stadt zu kämpfen kommen wird. Ja gut, dann nehmt das Senkblot hier. Hi. Dann machen wir uns schon mal auf den Weg und wir sehen uns dann alle wieder später auf dem Schiff. Bis dann. So könnt ihr aufbrechen. Mit euch. Gelingen. Ja, und ich würde dann mit Diamantis zusammen erstmal vom Schiff heruntertreten, ganz entspannt an den Wachen vorbeigehen, auch so, dass man deutlich sieht, dass wir Arbeitswerkzeug dabei haben und erstmal in Richtung des Raya-Tempels gehen. Ja, Diamantis und Boltax, du kannst sehen, die Hauptfrau ist jetzt aktuell wohl nicht anwesend, wohl aber eine Stellvertreterin von ihr, die dich misstrauisch beäugt. Und als du dann gerade vom Steg runtergehst, sie will dich gerade ansprechen. Da kannst du nochmal kurz mit dem Werkzeug in deiner Hand winken und Diamantis kann es ebenso tun. Da nickt sie wohl euch auch nur zu, grummelt wohl irgendwas von Arbeiterzwerg und lässt dich dann durch. Und dann würde ich ganz entspannt mit Diamantis erstmal bis zum Raya-Tempel gehen. Dann aber vom Raya-Tempel aus weiter in Richtung des Akademiegebäudes. Du weißt, wo wir hier entlang gehen, Boltax. Du kennst dich in der Stadt aus, oder? Ja, natürlich. Ich war schon einmal hier vor 2 Jahren. Alles gut. Halt dich einfach an mich. Naja, außer es kommt zu kämpfen. Dann halt dich am besten vor mich. Das kriegen wir hin. Gut.
Ja, unterdessen einige Leute, die da wohl stehen. Hütchenspieler gibt es ja natürlich auch. Ganz zahlreiche der Pilger erkennen. Allesamt haben sie diese komischen Bändchen am Arm, die mit verschiedenen Stoffen umwebt worden sind. Also es sieht wohl so aus, als ob sie da verschiedene Stationen abgelaufen sind. Und unterhalten sich dann eben auch über die Pilgerpfade, jeder irgendwie einen anderen Weg genommen und oder auch mehrere Stationen genommen, Umwege in Kauf und wollen jetzt noch die restlichen Feiertage in Elberum genießen, zumindest während des Rajas. Andere wollen sogar noch bis Evert bleiben. Bisschen schade, dass man den Feuerschlick nicht mehr genießen kann, aber sie haben zumindest am Tag der Erleuchtung wohl das ein oder andere geschnupft. Und kannst weiter vorbeigehen. Einige Leute wollten dir doch eine Schildkröte verkaufen, wofür auch immer man das braucht. Sie sagen, als Haustier oder um irgendeine Kerze draufzustellen auf den Panzer, du bist nicht ganz sicher, du gehst einfach weiter, du hast ein Ziel. Genau, ich kack sie jetzt nicht an dafür, dass sie mir eine Echse verkaufen wollen. Während wir durch die Stadt gehen, schaut sich Diamantis auch ab und zu an den bekannten Ecken rum. In der Heimat ist es ja so, dass man an jeder Ecke was kriegt. Aber wenn da jemand an der Ecke steht und sich ab und an umschaut, ich möchte einen Drogendealer suchen, was ich einen finde. Würfel mal eine Gassenwissenprobe. Also auf offener Straße, an der Esplanade nicht, aber du kennst so die verschiedenen Gestalten. Und du weißt, bei welcher Person man nachfragen muss. Du siehst im Rosengarten wohl eigentlich ein Reiheheiligtum, aber du weißt, dass normalerweise in jedem guten Park oder in jedem guten Garten wird gerade zu den Abendstunden dann auch mit Drogen gehandelt. Ich habe gehört, im Zug gibt's welche. Sieh mal danach. 5 Punkte. Wird mehr gelungen. Hast du eine Talentspezialisierung noch? Nein. Ja gut, soll mir aber reichen. Du kannst tatsächlich dann, also biegst kurz ab und verlässt dann die Esplanade und dann wird dann der Trubel auch wesentlich weniger. Boltax kann dann noch am Hotel Elburischen Hof einen misstrauischen Blick zu den Räumen werfen, die davor stehen und feixen, aber sie scheinen euch nicht zu beachten und als du dann die Straße in Richtung, es ist ein bisschen dörflicher, zum Bab el Damar wird wohl ausgeschildert, das Tor, was in Richtung Janka führen soll, kannst du dann an einer Straßenecke zum Zug hin, kannst du dann eine Person finden. Hey, du, komm mal her, du siehst aus, als ob du verloren wärst. Ich kann dir helfen. Boltax, warte mal hier, das könnte unser Mann sein. Aha. Soll ich dir den Weg weisen irgendwo hin? Verloren habe ich mich tatsächlich, denn ich suche was und da könntest du mir vielleicht weiterhelfen. Ich bin wie viele andere, ich und mein Gefährte in die Stadt gekommen, um dieses Feuerschlick zu probieren, aber wir sind leider ein bisschen zu spät dran, wenn du verstehst. Ja, ist das hier wirklich ein Problem? Ich verstehe, es ist ein großes Problem. Konntest du ja am zweiten alles kaufen, aber mittlerweile musst du andere Wege, andere Quellen benutzen. Und aber ich kenne sie. Wohl jemanden, der sich hier in der Stadt auskennt und du siehst mir so wie einer aus. Ich hab was bei mir. Gehört natürlich nicht mir, ja. Man darf man da nicht handeln, ja. Du bist auch nicht von der Stadtwache, ja. Du bist keine Frau. Komm mit. Er winkt dich so ein bisschen rein in die Gasse, in den Zug. Ja, ich schaue mich einmal nach links und rechts um. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, in eine dunkle Gasse zu gehen, aber ich mach das natürlich trotzdem. Ich gehe ganz entspannt hinter dir her. Ich habe noch nie schlechte Erfahrungen mit dunklen Gassen gemacht. Er geht mit dir. Die Gassen werden wesentlich, direkt, wenn du reingehst, kannst du wieder diesen Blutgeruch in der Luft wahrnehmen und auf zahlreiche Fliegen, die jetzt um dich herum schwirren. Was auch immer hier ist, alt heruntergekommen, das trifft es wohl. Die Gebäude sind nicht mehr so sehr weiß, sondern beschmiert. Es riecht auch so ein bisschen nach dieses typische. Es sind wohl noch die weichen Drogen, wonach es hier in der Luft riecht, die dann oft und billig gehandelt werden. Sowas wie Ilmenblatt würdest du meinen. Ein paar Straßenköter, die an dir entlang schnuppern, die kennst du natürlich auch schon aus Janka. Kannst du dann einfach nur beiseite treten und dann kannst du sehen, wie aus dem Sukaran, also vernagelte Fenster, Türen, Bretter, wie 3 weitere Personen aus den Ecken heraus sich schälen. Einige Wäscheleien beiseite schieben. Ey, und was wollt ihr kaufen? Habt ihr Geld? Wir wollen Feuerschlick und wir haben wohl Geld, um das zu bezahlen. Wie viel wollt ihr? Seid ihr Pilger? Habt ihr aus Zorga? Wenn ihr uns so nennen wollt. Wir kommen von überall her.
Alles klar. Die drei Personen ziehen Messer. Her mit dem Geld. Macht eure Taschen leer. Alles. Das ist eine wirklich schlechte Entscheidung, mein Freund. Du bekommst jetzt noch einmal die Gelegenheit, das zu überdenken. Du machst dich jetzt ganz nackig. Zieh deine ganzen Kleider und Sachen aus. Du das kommst hier nur nackt raus. Ja, ich überlege gerade, kommen wir da anders raus? Wollt ihr das übernehmen oder soll ich? Willst du einen von denen? Ich nehme die beiden. Initiative. Ja. Die Gassenschläger haben irgendwie Initiative 12 plus 5, dann sind sie auf der 17. Und alle natürlich mit Dolchen bewaffnet. Wow. Ich bin bei 13 auch mit Dolchen bewaffnet. Ja. Also einem. 21. Also sie ziehen auf alle Fälle vor Boltax vor und würden Aktion Position sich auf euch zubewegen, also die restlichen Schritte, die sie noch haben. Und dann es sind insgesamt 4 Leute, das heißt für jeden 2. Das heißt, ich steche mit Dolchen auf jeweils 2 von euch ein und die wandeln noch offensiv um. Die wollen ich einfach nur totstechen. Ja, ich ziehe vor, schnellziehe, meine Ballestrina ist wahrscheinlich nicht geladen. Ich schnellziehe mein Dolch und ja, greife einmal an, behalte mir eine Parade. Gut. Denk dran, dass die unsere Viererschwernis haben. Warum haben die eine Viererschwernis? Weil sie sich positioniert haben. Weil sie sich positioniert haben, okay. Genau, ich mach mal eine 6er gerade beim ersten Angriff. Gerade ist ein Wuchtschlag. Genau, ne? Gerade ist Wuchtschlag, Schwinger ist Finte. Genau. Das sind die einzigen, die mir zur Verfügung stehen im Kampf mit versteckter Klinge. Und das ist so. Gerade ist es gerade so gelungen. Ja, sie, wie gesagt, sie parieren nicht. Sie hatten Aktion positioniert und würden dann eben zustechen. Das heißt, du kannst den Schaden nicht hinterherwürfeln. Und dann gebe ich dir einmal auf die, was habe ich gesagt? 13. Ich mache mal auf die 13. Ja, warte, mit einer plus 4 ist die 11 nicht geschafft. Und die 8 aber. 11 Schaden? Nein, da kommen noch plus 6 drauf. Also es sind 17 Schaden. Ich hatte gerade Probleme am Würfeln. Ja, da ist noch die gerade mit drauf, hat er so gesagt. Eine 17. Genau. 17. Wow. Und warum geht jetzt der Trefferzone nicht durch? Ah, ja, Trefferzone, Kopf, verdoppelt. 17 mal 2? Ja, 17, nee, die, wird die Ansage beim Kopftreffer verdoppelt? Nein, ne? Also, die 22. Ja, nee, jetzt hat sie sich immer verdoppelt. 29 im Kopf. Ja, sie haben irgendwie so eine Kappe auf, ne? Diese typische Kappe, die man hat, so ein einer Rüstungsschutz, aber... So oder so ist es die dritte Wunde und damit ja, wahrscheinlich noch. Müssen wir nicht würfeln. Ja. Haben wir noch 3. Aber würfel mal ein W20. Ist jetzt natürlich wichtig, wen du von beiden totgestochen hast. Okay, W20. 5. Okay, dann hast du die 11 totgestochen, der den nicht getroffen hat. Ich würfel mal eine Mutprobe für die 8. Ah, ist gelungen. Also er sieht, dass du den Dolch, den langen Dolch in den Hals von unten in den Kopf reinrammst und dann sticht er selber zu. Hatte, wie gesagt, schon getroffen und würde sagenhafte 4 TP machen. An mich, ne? An dir, genau. Und jetzt muss ich für Boltax auch nochmal würfeln. Ja, ich würfel natürlich noch Parade. Pariere nicht waffenlos, aber mit einer 7 ist es auf jeden Fall geschafft. So, muss man nicht nur rumrechnen. Okay. Und die beiden Angriffe auf Boltax würden beide durchgehen. Alles klar. Ich kann ja erstmal noch nichts machen. Ich habe ja keine Waffe gezogen und nichts. Genau. Dann bekommst du einmal 8 TP und einmal 6 TP. Okay, sagst du mir, wohin ich die bekomme? Ja, ich gebe mir gerade mal einen Trefferzonenwürfel. 1, 2. Kopf ist natürlich immer drin. Torso. Ja. Torso waren welche? Die 8? Torso sind 8 TP, genau. Dann sind das also 4 TP, die ich kriege. Achso, du hast ein Hartholz-Harnisch, ne? Nee, meine Keratan-Rüstung. Malma-Platten. Nee, das leider noch nicht. Das, was ich aus den Schildkrötenpanzern gemacht habe. Ah, von den Tokamujak. Genau. Und die anderen gehen ins Bein, die 6. Genau, die 6 TP gehen ins Bein und dann bin ich mit meinen 4 bzw. 3 Mordbuben durch. Okay, dann kriegen die beiden, die mich angegriffen haben, jetzt einen Blitz ins Gesicht. Ja, MR ist... sie stehen unter Drogen, 2. Ja, alles klar.
Gut, also insgesamt bald 2 plus 2, 4. Genau, 2 Leute und die höchste MR ist 2. Sie schreien einmal auf. Hast du eine Aktion, dann hast du noch eine? Ja, dann ziehe ich meinen Dolch. Okay, nächste Aktion. Diamantis wird wieder angegriffen. Du kannst natürlich vorziehen. Ja, ich ziehe vor und wandle diesmal offensiv um. Das bringt am meisten, wie ich sehe. Greife dieselbe Attacke wie vorhin, 6er gerade, gegen den, der vor mir steht. Mhm. Warum funktioniert das beim Klicken? Ich muss das nochmal reinziehen. Ja, wieder gelungen. Knapp, aber gelungen. Ja, pariert nicht. Wow. So, das sind dann noch 6 drauf, also sind das dann 19 Schaden. Ja, Trefferzone. Schild Arm. In den Arm. Die anderen beiden schreien gerade wild, fuchteln mit den Armen und laufen so ein bisschen in der Gegend rum. Sie sind einfach völlig schockiert, dass jetzt jemand, der keine Hexe ist, ihnen einen Zauber an den Kopf werfen kann. Dass Männer überhaupt zaubern können, wissen sie nicht. Die haben auch nicht gesehen, dass ich gezaubert habe. Ja, genau. Sind aber, wissen nicht genau, wo das herkommt. Und der andere, dem du jetzt mit aller Wucht deinen blutigen Dolch in den Arm gerammt hast, hast du ein bisschen gedreht. L und Speiche wird so ein bisschen auseinandergedrückt mit einem widerlichen Knirschen. Er lässt seinen Dolch fallen. Ich gebe auf, scheiße. Hört auf! Also keiner von denen hat mir eine Waffe in der Hand. 2 sind kampfunfähig, der andere lässt seinen Dolch fallen. Die anderen sind noch so ein bisschen orientierungslos, würdest du sagen. Aber die werden sicherlich dann auch nicht weiterkämpfen wollen. Zumindest nicht gegen so eine Kreatur wie Boltax. Einen getötet, den anderen schwer verletzt und dementsprechend Initiative aufgelöst. Kampf ist vorbei. Du kannst sie jetzt umbringen, aber sie betteln. Also er bettelt um sein Leben. Was wollt ihr? Drogen, wir geben euch was. Also... Erstmal die Drogen, genau. Und zweitens erzählst du uns jetzt mal ganz in Ruhe, was hier in der Stadt eigentlich los ist. Ja, welche Drogen? Feuerschlick? Oder ja, was anderes? Feuerschlick. Und zwar den besten, den du hast. Kein geschreckte Scheiße. Okay, komm mit. Und wenn du währenddessen die anderen beiden sind wohl mit dem Blitz irgendwie gegen irgendeine Bretterbude geknallt. Der eine ist ohnmächtig geworden, weil er volle Kanne mit seinem Schädel gegen geknallt ist und der andere läuft irgendwie durch den Zug einfach weg. Ja, und fängt sich da in der Wäscheleine und wirkt sich da fast. Boltax, geh du kurz mit ihm. Ich glaube, er wird dir nichts mehr tun. Ja. Pass kurz auf die beiden hier auf. Das klingt vernünftig. Ja. Gehe ich ganz entspannt mit ihm mit, halt natürlich mein Dolch weiter im Arm und raune ihm, während ich ihm folge, noch ins Ohr. Wenn du nochmal versuchst, uns zu verarschen, wandle ich dich in eine Kröte. Ja, nein, tu das nicht, Mann. Ich bin kein Arsch. Wir haben doch nichts. Na, hoffen wir es mal für dich. Er bleibt dann. Er bleibt an so einer Regenabflussrinne stehen, verrückt da wohl so eine morsche Kiste und kann dann so ein orange schimmerndes Pulver erkennen, was da eingeschlagen ist in so ein öliges Leintuch und guckt dann so ein bisschen auf dich, auf das Pulver. Mehr habe ich nicht. Ja, das wird wohl reichen. Ja, und ich nehme das Pulver an mich. So, und jetzt erzählst du mir mal, was hier in der Stadt los ist. Es ist vorhin eine Lotsin entgegengekommen, die hat uns gesagt, wir dürften niemandem vertrauen. Was hat sie damit gemeint? Das ist generell ein guter Tipp, Mann. Die einzigen ehrlichen Leute wohnen im Zug. Da draußen, alle, die auf der Esplanade rumlaufen, das sind intrigante Scheißkerle, aber vor allem Frauen. Erzähl mir von den Frauen und der Sultana. Mann, die sind super brutal. Aha. Nur im Zug bist du sicher vor denen. Also, die laufen hier nicht rein, aber hier hast du andere Probleme. Hier ist kein Essen. Ja, sehe schon. Wenn du dich da draußen bewegst, dann wie ein Fleischwolf, Mann. Wie ein Fleischwolf, was meinst du damit? Dass du dir wird da ständig ein Dolch in den Rücken gerammt, Mann. Gut, aber ihr habt uns auch versucht, Dolch in den Rücken zu rammen. Ja, aber das war ein ehrlicher Überfall. Ja, ich meine, da merkst du halt den Dolch. Also du weißt halt, dass du tot bist.
Ah, okay. Und immerhin hast du die Wahl. Du kannst uns auch dein Geld geben, dann gehst du hier halt ohne Geld weiter. Aber da hast du nicht mal die Wahl. Da merkst du den Dolch nicht und dann bist du tot und du kannst nicht mal Nein sagen. Also, ja. Also wieso spüre ich deren Dolch nicht? Weiß ich nicht, weil die Intrige... Also, die sagen, ich glaube, das heißt Intrige. Ah, Intrige. Okay, ich verstehe. Also, die haben keinen wirklichen Dolch, sondern... das, was sie tun, ihre Worte sind ihr Dolch. Naja, die Stadtwache bringt dich auch um. Na gut. Keine Sorge, wenn wir uns aus den Straßen raustrauen, dann stehen die ganz schnell da und treiben uns wieder zurück oder hängen uns halt auf, weil wir gegen irgendwelche Drogengesetze verstoßen haben oder weil wir die Stadt verschmutzen. Ich verstehe. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, ich blute, aber ich verschmutze doch jetzt die Stadt nicht. Nee, also, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Weißt du, wer die Stadt verschmutzt? Die war schon immer... Nein, jetzt hören wir mal zu. Also, ich hab da eine Idee. Fängt an zu weinen. Ja, jetzt, psst. Ich versuche Heilkunde Seele. Okay. Ja, er hat irgendwelche Nachteile. Überlege gerade, Vorurteile hat er nicht, zumindest nicht gegen dich. Weil er keine Zwerge kennt, er kennt keine Geoden, keine Magier. Aber er ist wahrscheinlich goldgierig. Ja, goldgierig ist auf alle. Also was heißt goldgierig? Er würde gerne überleben, ja. Goldgierig, ja, 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 ich verstehe schon. Also für ein Silber kriegst du bei ihm alles und dann hört er auf zu weinen. So, mein Junge, jetzt hör mir mal zu. Also, ich habe da eine Idee, wie du dein Auskommen sichern kannst und auch das von deinen Freunden und dir eure Drogensucht unterstützt. Ne? Hier gibt so ein paar Gestalten, die haben nicht wirklich viel drauf. Das sind diese Kleinen mit diesem riesigen Wasserkopf. Ne? Die nennen sich... Die Gräume meinst du? Ja, genau. Mit der lege ich mich nicht an. Ah, die haben aber ganz viel Geld. Und wenn ihr das richtig anstellt, könnte da was Gutes bei für euch rausspringen. Ah, ihr könntet reich werden wie die Fürsten. Nee, Mann, mit den Gräumen legen wir uns nicht an. Das haben wir mal versucht. Das. Ich hab Geschichten gehört, Mann. Ja. Ja, die sind gar nicht so schlimm. Also. Vielleicht kommen wir nochmal auf euch zurück. Hm? Okay, also. Ich hab da einen guten Mann, der heißt der Knüppler. Und na, vielleicht stelle ich euch den mal vor. Und gemeinsam findet ihr dann einen von mir ausgedachten Plan zur Vollendung. Na, wäre das nicht was? Okay, also. Ich bin normalerweise hinter dem Badehaus zu finden, aber das ist mittlerweile gesperrt. Aber wenn du in den Zug gehst hinter dem Badehaus, dann frag einfach nach Abu Ibn Abu. Ibn Abu. Das bin okay. Ich. Abu Ibn Abu. Abu Ibn Abu. Ja, sag einfach, dass du ein Freund von Abu bist, dann bringen die dich zu mir. Ah, ey, willst du jetzt das Feuerschlick wirklich mitnehmen? Ja, ja. Hast du noch mehr als ein Silber? Ich hab gar kein Geld. Wie kommst du darauf, dass ich Geld habe? Oh Mann. Ja, tut mir leid. Hättet ihr nicht versucht, uns zu überfallen, hättet ihr vielleicht was bekommen. Er fängt wieder an zu weinen. Kann ich jetzt gehen? Ja, du kannst jetzt gehen. Aber betrachte das als deine Lektion des heutigen Tages. Man überfällt Leute nicht einfach. Golme, meines Lebens, ja. Mann, meines Lebens. Ja, Golme darfst du überfallen, aber keine ehrwürdigen Zwerge. Derweil bei Zulamin. Ja, ich schätze, Abimir und ich werden mit unserem neuen Geleitschutz das Schiff verlassen haben und schauen mal, was die Palastgardistinnen so bei dem Anblick sagen. Ja, sie betrachten euch misstrauisch und du kannst sehen, wie dieses U, was sie gebildet haben, automatisch so ein bisschen auffächert, damit sie dann euch einschließen können. Und die Vertreterin der Hauptfrau zieht so ein bisschen die Augenbrauen zusammen. Was soll das werden? Wir nehmen eure Warnung sehr ernst und haben deswegen noch weiteren Geleitschutz mitgebracht. Das ist nicht leid, notwendig. Dass es etwas gedauert hat. Wir sind perfekt ausgebildet. Wir wissen und kennen die Straßen und Gassen. Ihr braucht sie nicht. Oh, natürlich sind wir für eure Ortskenntnis überaus dankbar. Wir können jetzt zum Hotel aufbrechen, wenn ihr wollt. Ausgezeichnet. Folgt uns.
Darf ich fragen, wo der andere Held ist, der sich Harlan nennt? Nun, als erster Offizier ist er an Bord geblieben. Sie nickt zwei Frauen zu, die bleiben stehen. Und so werdet ihr nur noch von zwei weiteren Frauen begleitet, die euch misstrauisch beäugen und euch dann an der Esplanade in Richtung des Raya-Tempels bzw. Elburischen Hofführens. Da kannst du erkennen, wie vor dem mondsilbernen Kontor Salamon ibn Dafar mit weit ausgebreiteten Armen vor euch stehen bleibt und sich gönnerisch vor euch verbeugt. Fex zum Gruße. Werte Visierer von Janka. Ihr unterbrachtet mir vor wenigen Stunden ein Angebot, was ich nicht ausschlagen konnte. Ich würde ganz gerne mit euch über Janka sprechen. Aber ja, immer gerne. So viel Zeit haben wir doch, Abelmir, oder? Ich denke ja. Für einen geschäftlichen Kontrakt haben wir immer Zeit. Und die Zukunft von Janka liegt mir selbstverständlich sehr am Herzen. Ja, die Wachen werden auf alle Fälle wieder weiße Knöchel bekommen, die Speere fest ergreifen und wieder mit ihrer Selbstbeherrschung ringen. Aber da können sie wenig zu sagen und dementsprechend werden sie wieder auffächern und euch dann zu Salamon lassen.